Wir kennen uns jetzt etwa einen Monat, würde ich sagen, und der Epson Workforce WF2860 DWF und ich haben uns online auf Vivio TV kennengelernt und waren uns auf den ersten Blick sympathisch. Vor allen Dingen seine kompakte Form haben mich sofort begeistert und er bringt auch viele tolle Eigenschaften mit. So ist WF2860 DWF nicht nur Drucker, sondern eben auch Kopierer, Scanner und Faxgerät in einem und deshalb ein echter Allround-Begleiter. Natürlich sticht auf den ersten Blick das Bedienpanel ins Auge, das klappbar ist und ein LCD-Farb-Touchdisplay verbaut hat. Im Alltag reagiert es schnell auf meine Berührungen, auch wenn ich es schade finde, dass das Interaktionsfeld doch sehr klein ausfällt. Eine komplette handyähnliche Tastatur passt jedoch drauf und so muss man sich nicht mit der Eingabe per Steuerkreuz herumschlagen wie bei anderen Druckerkandidaten. Auf dem Bedienfeld finden sich ebenfalls drei Button, die zum einen ein An- und Ausschalter sind, ein Home-Button und ein Hilfeknopf. Und wie ihr seht, unterstützt mein guter Freund hier auch die NFC-Technologie, was ihr an diesem N hier sehen könnt, was gerade für mich als Android-Nutzer besonders interessant ist, denn so kann man einfach das Handy auf dieses Feld hier legen und die beiden Geräte verbinden sich miteinander. Mit dem WF2860 DWF kann man aber auch per LAN-Kabel, per Wi-Fi direkt und per Wi-Fi in Kontakt treten und ihn so ins Zuhause integrieren. Er hat außerdem eine USB-Schnittstelle und einen Faxanschluss, was aber im heutigen Zeitalter eher nicht mehr so häufig Gebrauch findet. Als WF2860 DWF sich damals zum ersten Mal bei mir eingelebt hat und sich mit dem Netz vertraut gemacht hat, konnte ich dann eben auch seine ganzen anderen Features ausprobieren. So beherrscht er unter anderem Apple AirPrint, Googles Cloud Print und die hauseigene Epson Connect-Technologie. Epson hat übrigens auch für viele seiner Kandidaten die iPrint-App herausgebracht, die eben auch mein guter Freund hier unterstützt und mit der er arbeitet. Aber es liegt auch eine CD im Lieferumfang dabei, mit der man die Software auf dem PC holen kann. Da ich euch ja heute einen kleinen Einblick in die Kennenlernphase mit dem Drucker geben möchte, muss ich ja auch mal auf die eigentliche Tätigkeit von ihm zurückkommen. Fange ich mal damit an zu sagen, dass in die Papierkassette hier unten ungefähr 150 Blatt reinpassen. A4 ist hier das größte Format, aber das kann man eben auch auf kleinere Formate runterbrechen und es lassen sich auch dickere Blätter bedrucken. Im tiefen Inneren hat der WF2860 DWF eine Duplex-Einheit verbaut, mit der man eben Blätter vorder- und rückseitig automatisch bedrucken kann und auch randlose Designs sind überhaupt gar kein Problem. Auch der Normaldruck ist sehr zufriedenstellend und sieht sauber aus. Die Seiten werden richtig eingezogen und die Tinte ist direkt nach dem Druck wischfest. Das Vergnügen sollte ja normalerweise etwas länger sein, aber hier ist es besonders kurz und das ist in diesem Fall auch genau richtig so. 10 Textseiten druckt mein guter Freund hier in ungefähr 35 Sekunden und eine Grafikseite braucht bei ihm etwa 12 Sekunden. Das Scannen wiederum fällt vergleichsweise etwas länger aus und es gibt auch keine Duplex-Scan-Funktion. Aber eine Kopierfunktion ist natürlich auch mit an Bord und funktioniert tadellos. Was mein lieber Freund hier an Kopien ausspuckt, entspricht 1:1 den Originalen. Ein leichtes Raster fällt jedoch bei Schwarz-Weiß-Seiten auf und farbige Drucke wirken meist etwas heller. Seinem Druckerfreund will man natürlich auch was Gutes bieten und damit der WF2860 DWF immer versorgt ist, spielt natürlich auch der Preis der Nachfüllkartuschen eine Rolle. Der fällt jedoch gar nicht so günstig aus mit 85 € und liegt damit knapp über dem Kennenlernpreis des Druckers selber. Mit so einem Set Kartuschen frisst der Drucker fleißig um die 550 Schwarz-Weiß-Seiten und 470 bunte Seiten. Wenn wir das jetzt mal so runterrechnen, dann beträgt der Preis für eine farbige Seite etwa 18 Cent und für eine Schwarz-Weiß-Seite etwa 15 Cent. Und ich persönlich finde diesen Preis vergleichsweise hoch, aber das muss wohl jeder selber entscheiden. Wenn ich jetzt mal so zurückschaue auf den vergangenen Monat, in dem ich den WF2860 DWF kennengelernt habe, fällt mein Fazit durchaus positiv aus. Er bringt viele Features mit und viele Funktionen und gerade das Bedienpanel finde ich sehr schön gelöst. Allerdings finde ich den Preis für die Nachfüllkartuschen zu hoch angesetzt.
Vielen Dank, dass ihr auch dieses Mal zu einem Tech-Date von mir eingeschaltet habt. Ich wollte dieses Mal etwas in die Richtung Couple-Couch machen, weil es eben ein Home-Gerät ist. Und wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und falls ihr nichts mehr von mir verpassen wollt, dann abonniert doch meinen Kanal. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann!